is coming. Are you ready? The Lord is coming. Are you ready? Would your heart be right if he came tonight? The Lord is coming. Are you ready? Keine Zeit für den Teufel zu arbeiten. Wenn nun alles so zergehen wird, wie müsst ihr dann dastehen in heiligem Wandel und frommen Wesen, die ihr das Kommen des Tages Gottes erwartet und erstrebt? Es ist sehr wichtig, dass alle wissen, welche Atmosphäre ihre eigene Seele umgibt, ob sie mit dem Feind der Gerechtigkeit zusammenarbeiten und unwissentlich sein Werk tun, oder ob sie Christi Joch auf sich nehmen und sein Werk tun. Satan würde sich freuen, wenn er alle als Verbündete gewinnen könnte. Wenn es darum geht, das Vertrauen zwischen Brüdern zu schwächen und unter die, die angeblich die Wahrheit glauben, Uneinigkeit zu säen. Satan kann durch angebliche Freunde Christi, die nicht nach Christi Willen leben und arbeiten, sein Ziel sehr gut erreichen. Jetzt ist die Zeit der Vorbereitung auf den Tag des Herrn. Wir haben keine Zeit, ungläubig daherzureden oder für Satan zu arbeiten. Hütet euch alle davor, den Glauben anderer zu erschüttern, indem ihr Neid, Eifersucht, Uneinigkeit seht. Gott hört, was gesprochen wird. Und er richtet nicht nach Behauptungen, die einmal Ja und einmal Nein heißen. Er urteilt nach der Frucht unserer Handlungsweise. Noch werden die vier Winde gehalten, bis die Knechte Gottes an ihren Stirnen versiegelt sind. Dann werden die irdischen Mächte ihre Streitkräfte zur letzten großen Schlacht aufmarschieren lassen. Wie sorgfältig sollten wir den noch verbleibenden kleinen Rest unserer Gnadenzeit nutzen? Wie ernst sollten wir uns selbst prüfen? Wir brauchen geistliche Disziplin, Reinheit des Herzens und des Denkens. Das ist wertvoller als ein glänzendes Talent, als Takt oder Wissen. Ein durchschnittlicher Kopf, der sich dazu erzogen hat, einem so spricht der Herr zu gehorchen, ist für Gottes Werk besser qualifiziert als andere, die zwar große Fähigkeiten besitzen, sie aber nicht richtig einsetzen. Die Menschen mögen auf ihr Wissen in weltlichen Dingen stolz sein, doch wenn sie den wahren Gott und Christus, der der Weg, die Wahrheit und das Leben ist, nicht kennen, dann sind sie bedauernswert unwissend. Sie werden mit all ihrem Wissen ins Verderben gehen. Weltliches Wissen bedeutet Macht. Doch die Kenntnis des Wortes, das einen unwandelbaren Einfluss auf das menschliche Denken hat, ist unvergänglich.